Der Weg zur Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst, die im Januar 2014 in Sindelfingen stattfindet, führte über Sprendling. Beim Magierwettbewerb Tour de Chance hatten 70 Teilnehmer das Ziel, sich für die Meisterschaften zu qualifizieren. Eine fünfköpfige Jury galt es bei der Vorausscheidung zu überzeugen. War natürlich aufregend. Auftritt gerade in dieser Atmosphäre. Es war für mich völliges Neuland, bei einem Wettbewerb mal aufzutreten. Also ich habe schon, da ich hauptberuflich in der Unterhaltung tätig bin, schon einige tausend Auftritte hinter mir. Aber das war wieder eine ganz neue Erfahrung. Der Wettbewerb war super. Ich muss sagen, die ganze Aufregung hat sich gelohnt. Es war eine geile Geschichte. War viel interessante Sachen dabei. War interessant, sag ich mal so. Hammergeil. Schon gelaufen, ja. Hat mega viel Spaß gemacht, mega viel gelernt. Eigentlich das, all das, was man braucht. Das Faszinierende an der Zauberei, in einem ganz kurzen Satz, sind die Gesichter der Zuschauer. Wenn die Spaß haben und wirklich, wenn man es schafft, die Leute zu erstaunen. Das ist schön. Insgesamt 9 Sparten gibt es in der Zauberkunst. Wir machen beide Manipulationen. Das ist quasi die bekannt unter Fachleuten als die Königsdisziplin der Zauberkunst. Das heißt, wir arbeiten nur mit unseren Händen. Wir haben keine riesigen Requisiten oder Kisten, sondern machen Wunder nur mit unseren Händen. Im Bruchteil einer Sekunde. Genau. Das ist, ja, ich sag mal, das ist die wahre Kunst, weil es direkt vor den Augen der Zuschauer passiert. Da muss man halt wahnsinnig viel trainieren. Die Tricktechniken müssen perfekt sein, von der Hand auf. Man muss halt mehr üben wie bei einer Großillusion. Da, wo halt eben mehr die Show zählt. Weil da gucken die Leute wirklich direkt auf den Handrücken. Und dann, wenn da ein Fehler passiert, klar, ist man natürlich auch dann gleich gefressen. Also in meinen Augen ist die Manipulation die reinste und schönste Form der Zauberkunst. Ich schließe mich ihm an. Und man kann ohne viel Bremborium sehr schnell, sehr visuell und sehr schöne Wunder erzeugen. Bis hin zur perfekten Zauberei ist es ein weiter Weg. Also Jahre für die Basics, weitere Jahre, um die Basics zu erweitern und dann noch ein paar Jahre obendrauf, um den letzten Schliff zu geben, definitiv. Also es ist viel Zeit, wo man dazu braucht. Es entsteht ja erstmal im Kopf die Idee, dann die Entwicklung, dann die Umsetzung und wenn man alle technischen Schwierigkeiten ausgemerzt hat, dann das Training an sich, dann die Performance. Ja, also mein Lieblingstrick ist der, dass ich einen Geldschein verbrenne und dann eben wieder restauriere. Oh, mein Lieblingstrick sind eigentlich diese Schwammbälle. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Begriff ist. Das sind kleine rote Bälle aus, inzwischen ist Kunststoff, früher war es Schwamm, wo man in der einen Hand des Zuschauers verschwinden lässt und in der anderen Hand eines anderen Zuschauers wieder erscheinen lässt. Eine kleine Kostprobe ihres Könnens gaben die Teilnehmer vor der Kamera. Sehen Sie das 2-Euro-Stück? Wir nehmen es einfach in diese Hand und ich versuche es Ihnen mal zu zeigen, wie es verschwindet. Das ist einfach bis 13. 1, 2, 3 und weg. Und die Münze nimmt. Und dann ist sie erschienen. Machen wir doch einfach mal kurz hier mit was. Zum Beispiel, also können wir ja auch, oder machst du mal? Ja. Ja. Kann man aber hier wieder so begeben. Ja, ist ganz lustig, weil es geht von unten nochmal nach oben. Schwerkraft.